Heute möchte ich euch einen Bell 206 Jet Ranger zeigen, wie man ihn startet und ein wenig bewegt. Als erstes müssen wir einmal das Armaturenbrett uns anschauen, indem wir mit der Pfeiltaste nach unten gehen. Wir müssen den Hubschrauber starten. Dazu müssen wir wie immer die Batterie einschalten. Die ist hier unten unter dem Funkgerät. Daneben den Generator einschalten und das IGN. So, nun können wir mit der Taste S auch noch etwas weiter runtergehen und sehen hier den Pitch. Beim Pitch müssen wir auf den Knopf Start drücken und einen Moment festhalten, bis die Turbine gestartet ist. Dann wird sich auch der Rotor in Bewegung setzen. Ich lasse jetzt mal wieder los. Und wenn wir nochmal die Taste S drücken, kommen wir wieder etwas höher. Als nächstes müssen wir noch die Navigationslichter einschalten. Die sind hier links über dem Jetwing-Schild. Ich fahre mal die Lautstärke etwas runter im Hintergrund, dann kann man mich besser verstehen. So, dazu können wir noch links den Schalter BCN betätigen. Das ist das rote Blitzlicht, was oben auf dem Heckrotor ist. Und mit dem Schalter links daneben können wir die Navigationslichter blitzen lassen. Ich gehe jetzt mal auf die Außenposition hinter den Hubschrauber und da sehen wir die Navigationslichter blitzen sowie das rote Licht oben auf dem Heckrotor. So, wir sind jetzt auch schon flugbereit. Ich habe mir den Zoom auf eine der Tasten gelegt und kann damit den Hubschrauber näher holen oder etwas weiter weg. So, hier können wir wunderbar den Hubschrauber von hinten sehen. So, bevor ich jetzt den Pitch ziehe, um die Rotorblätter so zu verstellen, dass wir anheben, gehe ich aus der Kenntnis, dass das Ding ein wenig über die Nase sich bewegt, hin und ziehe schon mal den Lift ein kleines bisschen nach hinten. So, jetzt werde ich ganz vorsichtig den Pitch hochziehen und der Hubschrauber wird sich dann leicht abheben. Ich steuere sofort ein bisschen nach links gegen, damit der Hubschrauber sich nicht wegdreht. So, ein bisschen mehr Pitch, damit wir mehr Auftrieb bekommen und die Nase nach vorne kippen lassen. Und der Hubschrauber beginnt auch nach vorne zu fliegen. Wir haben die Sonne im Rücken und damit wunderbar den Schatten mit im Blick. So, ich gebe den Pitch wieder etwas nach unten, damit wir nicht zu sehr steigen. Jetzt muss man schön mit Gefühl den Joystick leicht links und rechts bewegen und natürlich auch die Drehung nach links und rechts durch den Heckruder steuern. So, wir fliegen jetzt mal ganz langsam Richtung Terminal und um den Hubschrauber abzubremsen, muss ich den Pitch wieder ein wenig nach unten drücken und die Nase vom Hubschrauber gleichzeitig nach oben. Damit verringert sich die Geschwindigkeit. Vor uns sehen wir schon einen wunderschönen Vogelschwarm. Der wird uns aber nichts tun. Die Vögel fliegen hoch über uns weg. So, nachdem wir jetzt natürlich ein bisschen absinken, ziehe ich wieder ein bisschen die Nase nach oben, nehme von dem Pitch etwas zurück, damit wir in den Sinkflug kommen. Nun muss ich wieder den Pitch etwas ziehen, damit wir nicht auf den Boden krachen. Und sofort heben wir wieder leicht nach oben ab. So, jetzt müssen wir mal versuchen, den Hubschrauber in die Schwebe zu bekommen, indem wir einfach ein bisschen links und rechts und Drehung geben, damit er vorsichtig aufsetzt. So, wir sind schon da, den Pitch ganz nach unten und schon ist der Hubschrauber wieder gelandet. Wie immer sage ich am Ende, es gibt nur eins, nämlich üben, üben, üben. So, ich schalte mal wieder hinein in das Cockpit. Dann schauen wir uns das einmal weiter unten an und wir wollen den Hubschrauber ausschalten. Dazu können wir erst einmal die ganze Beleuchtung wieder ausschalten, die wir brauchen. Wir schalten den IGN und den Generator ab
Und nun gehen wir hier auf den Kraftstoffhahn, den wir öffnen. Na, wo geht's denn auf hier? So geht er auf und schalten jetzt den Knopf auf aus. Nun geht der Rotor aus, wir können auch die Batterie direkt mit ausschalten und wir schalten mal nach außen, um zu sehen, ob der Rotor auch tatsächlich langsamer wird. Das wird er. Ich habe mir auf den Joystick jetzt auch noch die Bremse gelegt, das heißt, ich kann den Rotor auch noch etwas bremsen, damit er schneller stehen bleibt. Wenn er von alleine ausdreht, dauert das eine ganze Weile, bis er zum Stehen kommt. So, jetzt bleibt er fast stehen. Drück noch ein bisschen auf die Rotorbremse. Und wenn alles ausgeschaltet ist und alle Propeller stehen, dann können wir prinzipiell aussteigen, denn alle Geräte sind ausgeschaltet und der Flug ist beendet.